Ich denke, ich glaube, wir könnten doch jetzt mal zum Schäfer fahren, oder? Okay, ja. Gehen einverstanden? Wir jetzt. Einverstanden. Sehr cool. Es wird nicht so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da bin, mir ja schon ein paar Mal getroffen. Schafe. Magst du Schafe? Natürlich. Ich meine, hast du eine Beziehung zu Schafen? Ja. Vor allem, wenn du Tiere, selbst deine eigenen Tiere hast, ja, dann entwickelt sich diese Beziehung. Ja. Das ist korrekt. Ja. Ich hatte mich immer früher gefragt, wenn Sie sagen, dass der Schäfer kennt jede einzelne Schafe. Ja. Und das passiert mir auch mittlerweile. Sie zählen gerade. Nicht dementsprechend. Schwarze, menschliche Männer. Ja. Bon dia. Hola, bon dia. Bon bon. Hola. Bon dia. Ich bin vollkommen. Deux mois et demi. Mais ou moins. Okay, komm mal nah ran. Ich möchte dir gerne zeigen an diesem Tier hier, weil das sieht so hell aus hier. Ja, es sieht ja aus wie so eine Honigfarbe oder so ein helles, ganz helles Braun. Aber das ist eben nur die Spitze hier. Das möchte ich unbedingt noch mal zeigen. Hier drunter, wenn wir das scheiteln, sehen wir ein dunkles Schokobraun, nicht wahr? Ein dunkles Schokobraun. Und diese helle Farbe hier kommt einmal natürlich durch die Sonneneinstrahlung. Das ist das UV. Und da ist dieser hellbraune Farbstoff, das ist Melanin, der ist am fotoresistentesten, der bleibt halt hier drin. Und die anderen Farbstoffe, die bleichen aus. Und ein Teil davon ist aber auch einfach Staub. Dieser helle Sand hier, dieser helle Sand, der ganz typisch ist für diese Region hier, auch der ist natürlich in der Wolle und verändert die Farbe. Wenn wir diese Wolle nehmen, wenn wir das Schaf scheren und wir waschen die Wolle, dann ist sie schon viel, viel dunkler, kriegt sie einen viel dunkleren Ton und diese hellen Spitzen hier, die verschwinden dann, weil die sind, guck mal, das ist vielleicht 1% oder so von dieser Wolle, nur es macht eben die Außenschicht und die sieht man so ganz besonders gut, nicht wahr? Und man kann auch schön sehen, wenn ich diese Wolle hier anfasse, das ist eine ganz weiche, keine Grannenhaare, keine Haare darin, das ist eine wunderbare, feine Wolle hier, schaut euch das an. Die kann man wunderbar direkt auf der Haut tragen. Ne, Lemmy? Und man sieht halt, ganz typisch für diese Merino-Rassen ist halt, die haben halt hier auch diesen ganz bewollten Kopf und überall bewollte Beine, nicht wahr? Das ist bei unseren Pommernschafen ganz anders. Das Pommernschaf hat einen freien Kopf und auch keine bewollten Beine, sondern ein Fell an den Beinen, weil überall da sozusagen, wo auch hier gerade sozusagen in der Kopfnähe, wo das Schaf oft nass, da darf das Schaf halt nicht nass werden, nicht wahr? Und deswegen sind da nur Haare und keine Wolle. Und hier kann man sehen, auch das Schaf hat auch am Bauch gar keine Wolle. Unsere Schafe haben am Bauch Wolle, weil sie sich auf nassen Untergrund oft legen. Und da ist halt hier dann eine ganz grobe Wolle ist dort, die schnell wieder abtrocknet und das Schaf eben von der Feuchtigkeit von unten schützt. Joao, was ist das für eine Region hier, in der wir jetzt sind? Alentejo. Alentejo. Nord-Alentejo. Okay. Wir sind umgeben von Korkeichenwäldern hier und wir sind auf dem Anwesen einer Familie, die ökologische Landwirtschaft betreiben und die eben auch natürlich ihre Korkeichenwälder pflegen muss und das machen sie mit Schafen. Also auch hier werden die Schafe genutzt, im Grunde genommen zur Landschaftspflege und zur unterstützenden Pflege von das, im Grunde genommen ist das eine Art von Agroforst, würden wir auf Neudeutsch sagen, aber hier macht man das schon seit Tausenden von Jahren so. Ohne das irgendwie besonders zu benennen. Und wir schauen uns jetzt halt hier diese Schafe an. Die Sache ist die, das Merino-Schaf, das Merino-Schaf ist auf der Iberischen Halbinsel, also hier, gezüchtet worden, entwickelt worden im 16. 17. Jahrhundert. Und der Rassestamm ist mit den Berbern aus Marokko gekommen. Und ursprünglich waren die Tiere weder hornlos, noch waren sie weiß, sondern sie waren halt, es waren verschiedene Farben, bunte Farben.
Und die wurden dann erst weiß gezüchtet, weil weiß kann man besser färben. In der Industrie ist das schöner und so weiter und so fort. Okay, aber es gibt hier Wurzeln noch der Urmerinos sozusagen. Die gibt es hier noch. Die haben wir gesucht und wir haben auch welche gefunden. Und da schauen wir uns jetzt mal einige Schafe an und schauen auch mal, wie hier die Betriebsweise so ist. Wir wollen gerne zeigen, wo die Wolle unserer Produkte herkommt und wie sie entsteht, wie sie produziert wird. Und wir möchten zeigen, wie wunderschön das ist. Weil also so Sachen wie Mulesing oder sowas, sowas gibt es hier nicht. Das müssen wir wollen euch das zeigen. Hier, mach mal einen Schwenk darüber. Guck mal, da sind sie. Okay. Was sagt er? Da drüben gibt es ein gefährliches Hund. Okay. Wo ist der? Da. Auf der anderen Seite. Okay. Der kontrolliert auf der anderen Seite. Okay. Und jetzt sind die Lämmer alle zu ihren Müttern gerannt. Todo mundo habla. La estáis cambiando de parque. Dürfen wir rein hingehen da? Überall da, wo das Land nicht so reich ist. Ja. Oder nicht überall, aber die schwarze Merino findest du, wo das Land nicht karg, so reich wo ist. Das Land karg ist. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die Schäfer hier nutzen also von dieser ursprünglichen Form des Merino-Schafes die Eigenschaft, dass es in der Lage ist, halt mit ganz geringen Mengen Futter auszukommen und sehr, das kann halt extensiv gehalten werden. Mit dem Hochleistungs-Merino-Schaf geht das nicht. Das produziert ständig so viel Wolle und Fleisch, dass es verhungern würde hier in so einer Gegend. Aber es gibt eben alte, uralte Rassen, die das können. Und das ist in Zeiten eines Klimawandels oder einer Klimaveränderung extrem wichtig, dass wir diese Rassen erhalten, damit wir auch in Zukunft unsere Landschaft halt noch pflegen können, auch wenn sie vielleicht trockener wird und karger wird einfach. Ja, das ist ernsthafte Schäferei hier, ich finde das geil. Sie machen das gut. Hier siehst du also diese Korkeichen, die sind dafür da, zum einen, klar, um Kork zu ernten, zum anderen, um den Schafen Schatten zu bieten, ne? Weil hier wird es im Sommer sehr heiß und gerade das schwarze Schaf braucht dann natürlich unbedingt Schatten. Aber ich will noch mal was sagen. Ich will dazu noch mal sagen, dass es auch wichtig ist zu verstehen, dass diese Landschaft durch eine Symbiose entstanden ist. Ja? Das Schaf also pflegt hier die Landschaft sozusagen unter diesen Korkeichen und der Dung der Schafe schafft hier Humus auf diesem sehr, sehr sandigen Boden. Und dieser Humus befähigt den Boden dazu, Feuchtigkeit, wenn es regnet, Feuchtigkeit eben aufzunehmen. Sorgt dafür, dass nicht eben hier Überschwemmungen passieren durch Starkregenereignisse, die immer häufiger werden. Das heißt also, es ist eine Art Symbiose, die da entstanden ist, die sehr wichtig ist für das Ökosystem hier und die unbedingt erhalten werden muss. Wir sind immer noch in der Nähe von Jestremosch. Jetzt bei einem anderen Schäfer, bei Alberto. Und Alberto hat 1000 Schafe und auch diese ursprünglichere Merino-Rasse. Allerdings diesmal den hellen weißen Farbschlag. Guck mal mit, wir gucken uns das mal genauer an. Das Areal, das geht, man kann es vielleicht sehen, vielleicht nicht hier 3 Kilometer noch weiter. Alles voll Schafe. Das ist sozusagen mein feuchter Traum hier. Alles voll Schafen ist hier. Also nicht voll, es ist eigentlich total dünn besiedelt hier mit Schafen. Aber die ganze Fläche sozusagen, auf der ganzen Fläche sind hier Tiere. Und genau.
Und auch hier ist es wieder das Gleiche. Also wir sehen hier diese Korkeichenwälder. Man kann das da drüben auch schön sehen. Schau mal dahin. Da sieht man, wie die Korkeichen geschält werden unten, nicht wahr? Und genau. Und diese Landschaft hier, die muss aber gepflegt und erhalten werden als solche. Und da eignet sich eben nur das Schaf. Das geht nicht mit Kühen, das geht nicht mit Schweinen, es geht nur mit Schafen zu machen. Diese Landschaft hier hat eine extrem hohe Biodiversität. Sie ist sehr mager, das heißt, hier leben viele Pflanzen, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind. Davon gibt es nur noch ganz wenige, weil die Landschaft all unsere Flächen in Europa eutrophiert, also mit Nährstoffen überversorgt. Und darum ist es so wichtig, dass wir für die Artenvielfalt diese Flächen erhalten. Und wir können das nur, es geht nur mit Schafen, okay? Es geht nur mit Schafen. Und damit das weiterhin passiert, müssen wir das einfach unterstützen. Und das können wir am besten, indem wir die Produkte, die diese Schäfer produzieren, wertschätzen. Und wir machen das bei Nordwolle, indem wir die Wolle verwenden natürlich und daraus hochwertige Produkte machen. Es wird Abend langsam und dann gehen die Schafe hier von selber in diese Richtung. Und da hinten irgendwo, 3 Kilometer entfernt, ist halt der Hof von Alberto, wo es Wasser gibt und wo die Tiere auch ein kleines Zubrot bekommen, ein kleines bisschen Futter, weil es halt sehr trocken ist momentan und es nicht so wahnsinnig viel zu fressen gibt hier. Und da gehen wir gleich mal hoch und gucken uns das gleich mal an, wie das aussieht. Das würde ich euch auch gerne zeigen. Guck, da ist die Mutter. Das Lamm schreit die ganze Zeit, da hinten ist die Mutter irgendwo. Da. Da, nun komm, sagt die Mutter. Nun komm doch endlich. Da, nun komm doch endlich. Zack, angedockt. So, reicht wieder, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen hinterher. Wo Schafe sind, da müssen wir immer hinterher. Die sind beide schwanger. Die sind beide, ja. Regalo. Okay, ja, also es ist ein wesentlich anderer Typ hier. Diese Schafe sind sozusagen in der Evolution oder in der Züchtungsgeschichte des Merino-Schafes schon viel weiter fortgeschritten. Sie sind schon weiß gezüchtet, das ist schon eine riesige Domestikationsleistung im Grunde genommen. In Anführungsstrichen sage ich das natürlich immer. Und sie sind auch schwerer auf jeden Fall. Sie sind einfach größer und schwerere Tiere. Viel schwerere Tiere. Okay, und hier kann man jetzt aber schön sehen, auch hier ist es so, dass die äußere Schicht ist natürlich auch ein bisschen dreckig. Aber darunter haben wir ein ganz helles Vlies. Kann man das sehen? Und es ist ganz stark durchzogen hier, kann man das sehen? Diese dunkleren, diese orangenen Teile hier, Das ist Fett, das ist also Lanolin. Das ist also das Fett, das wir unbedingt brauchen in unseren Produkten, weswegen wir unsere Produkte ganz schonend waschen lassen und auch nicht bleichen, keine Weichmacher, nichts kommt an diese Wolle ran, was dieses Lanolin über die Maßen extrahieren könnte. Denn wir brauchen es, um unsere Produkte langlebig zu machen, um sie weich zu machen, angenehm für die Haut, pflegend auch für die Haut. Das ist halt für uns wichtig. Und so eine Wolle kann halt dann verwendet werden, um mit Naturfarben, schonend zum Beispiel, eben Farben herzustellen oder Tücher zu machen, die eine Farbe enthalten. Und über so etwas denken wir also nach bei diesen Tieren, nicht wahr? Ja, eine weitere Geschichte ist, die Tiere sind hier, sind nicht nur die weiblichen, sondern auch die männlichen Tiere sind hier hornlos gezüchtet. Das ist etwas, was
wir auch nicht so gut finden, aber das hat man eben in der Geschichte, in der Züchtungsgeschichte hat man das eben so gemacht. Und diese Tiere wurden natürlich, und das ist noch hier sozusagen eine ganz extensive, ein ganz, ganz extensiver Rassetyp bei den Hochleistungs-Merino-Schafen, bei den Merino-Schafen, deren Wolle man bei Zara oder H&M kaufen kann. Die sind noch viel extremer gezüchtet auf Wolle. Sie haben Hautfalten, weil natürlich die Schäfer überlegen, wie können sie mehr Wolle produzieren, aber sie wollen keine großen Tiere haben, weil, weil die Tiere dann mehr fressen. Deswegen brauchen sie kleine Tiere mit viel Haut, weil auf der Haut die Wolle wächst. Also züchten sie den Tieren Hautlappen an. Und das geht halt dann so weit, dass die Tiere Schwierigkeiten haben im After-Bereich beim Abkoten. Dann muss dort eben der Hautlappen rausgeschnitten werden. Und das nennt sich Mulesing. Das ist das, was man eben kennt von den Peter-Geschichten. So etwas ist hier nicht notwendig. Dieses Tier hat so etwas nicht. Es gibt hier auch kaum Exoparasiten in dieser Region. Das heißt, die Tiere brauchen kein Dipping, was auch ja verboten ist, zumindest in der biologischen Landwirtschaft. Also das ist eine so extensive Haltung, wie man sie sich nur vorstellen kann. Und es ist einfach schade, dass diese Wolle tonnenweise auf Lager liegt und niemand hat ein Interesse daran, denn sie wächst jedes Jahr nach. Das ist im Grunde genommen ja, für uns die Definition von Nachhaltigkeit. Ein Rohstoff also, der jedes Jahr nachwächst, der bei der Produktion die Landschaft pflegt und artenreicher macht. Mehr kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also, tut mir leid, aber ein Organismus, der aus so etwas hier Fette und Eiweiße produzieren kann. Unfassbar. Unfassbar. Ein Wunder.